Welch Fahnengebrüll! Ist es jetzt aus mit Bocholt? Gatte Israel, eilt schnell herbei! Ich glaube, die Hessen nehmen gerade Bocholt ein. Oder sind es gar die Gelderländer, die gerade ihren Triumphzug durchs besiegte Bocholt starten? Was? Was ist denn? Um Gottes Willen! Krieg? Was? Ach so! Weib, jage sie mir nicht so einen Schrecken ein! Das sind doch nur Bocholts Narren mit ihrem neuen Prinzenpaar Klaus und Claudia. Die 5. Jahreszeit hat begonnen und sie übernehmen jetzt spaßeshalber das Zepter. Ach so. Na, da wären mir die Hessen aber lieber als dieses wilde Volk, welches nur Zucht und Ordnung zum Teufel jagt. Und das sagt ausgerechnet mein aufmüpfiges Weib, das höchst selbst schon mit dem Pranger von dem Rathaus Bekanntschaft machte. Nun lassen Sie doch den Bocholtern ihren Schabernack. Das Leben ist ernst genug. Denken Sie nur an den Krieg im Orient oder den Streit mit den Russen. Aber auch in Bocholt ist man nicht frei von kleinen Sorgen. Etwa um verseuchte Böden an der Ahr. Oder die Querelen um das Brauhaus, das nicht nur die Narren so gerne nutzten. Und da sollen Schunkeln, Singen und Wein helfen? Ha, das wäre mir neu. Nun, seit Hunderten von Jahren hat es zumindest nicht geschadet, mal 5 gerade sein zu lassen. Zuerst begann man hierzulande schon im 19. Jahrhundert mit Heischezügen gegen preußische Besatzer. Darum auch die rot-grünen Uniformen der Stadtprinzengarde. Vor allem aber lassen die Bocholter vor der Fastenzeit ihren närrischen Treiben freien Lauf. Am Aschermittwoch findet das dann sein jähes Ende. Ha, stimmt. Und der Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals e.V. holt die Narren auf den Boden der Tatsachen zurück. Ihre Redelsführer verlieren gar voll Schmach Zepter und Krone. Und der Hobbititz endet auf dem Scheiterhaufen. Recht so. Noch ist es aber nicht so weit und die Bocholter lassen es ordentlich krachen. Mit Wurst aufholen, dem Prinzen frühschoppen, den Altweibersitzungen und natürlich dem Rosenmontagszug. Denke Sie aber auch an die Sitzungen der vielen Karnevalsvereine. La Pabo, Buka G, Fidelikes, Meckermänner, Georgioschützen, Sporker Grenztröpfkes und viele, viele mehr. Zusammenrücken und gemeinsam feiern, das macht doch den Karneval aus. Spaß haben? Im Verein? Geht das denn? Also, wenn ich an die ganze Vereinsmeierei denke, vergeht mir der Spaß. Protokoll hier, Entlastung des Vorstands da. Und dann jagen die Narren auch noch von einer Sitzung zur nächsten. Kamelle hier, Helau da. Da habt ihr auch wieder recht. So manches Male ähneln Karnevalssitzungen doch denen des Bocholter Stadtrates. Und umgekehrt. Aber holdes Weib, ich kann euch beruhigen. Die Bocholter Narren sind auch feiererprobt und besonders lustig. Den rheinischen Frohnaturen stehen sie um nichts nach. Sehe sie sich nur auf dem Karneval um. Wie lustig feiern die Jecken mit den Holländern. Und tags zuvor sogar in Rede. Hier scheint es eine besonders lustige Ecke zu sein. Und wo kommt das denn von? Von der A, werte Gattin. Das kommt von der A.